Hier sind die EmsTV News. Herzlich willkommen zu Ihren EmsTV News am Montag. Der aktuelle Stand der Corona-Fallzahlen hier für Sie im Überblick. Auch heute hat der Landkreis Emsland die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind seit Freitag 970 Infektionen hinzugekommen. Im gleichen Zeitraum sind 1045 weitere Personen genesen. Als aktuell infiziert gelten 6386 Menschen. Im Verlauf der Pandemie starben bisher 268 Menschen. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz im Emsland steigt auf 1246,2. Die 7-Tage-Inzidenz der in Niedersachsen aufzunehmenden Patienten im Krankenhaus liegt bei 10,3. Landesweit sind aktuell 5,7% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Die neuesten Meldungen von Polizei und Feuerwehr haben wir auch heute für Sie zusammengefasst. Gegen 12:30 nachts wurden Feuerwehrkräfte mehrerer Wehren zu einem Großbrand gerufen. In der Ulanenstraße in Lingen musste auf einem Firmengelände gelöscht werden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellten sie in einer Halle von ca. 40 x 35 Meter. In zwei Drittel dieser Halle wird eine Art Schredderzeugs gelagert und sie stellten fest, dass diese zwei Drittel in Vollbrand waren. Für die Löscharbeiten mussten mehrere hundert Meter Schläuche für die Wasserversorgung gezogen werden. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Die Feuerwehren waren mit etwa 60 Einsatzkräften von 4 Wehren vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Schadenshöhe auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die 1400 Quadratmeter große Lagerhalle brannte vollständig aus. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Am späten Freitagabend gegen 22:30 wurde ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug erst auf die Gegenfahrbahn und kam dann nach links von der Straße ab. Er durchbrach einen kleinen Holzzaun und kam in einem Graben zum Stehen. Der junge Mann wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese rückte mit 40 Einsatzkräften an. Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Und was sonst noch so im Emsland los war, berichten meine Kollegen. Um die 1.000 Menschen versammelten sich heute auf dem Lingener Marktplatz. Sie folgten der Einladung aller Fraktionen des Stadtrats zu einer Kundgebung für den Frieden. Vor Ort hielten Henrikus Ude vom Freundeskreis der Ukraine-Fahrer Lingen und Oberbürgermeister Dieter Krone jeweils eine Rede. Ersterer konnte durch seine Kontakte in das vom Krieg geplagte Land einen Einblick geben. Er zeigte sich sichtlich gerührt von der regen Anteilnahme. Ja, ich würde mich freuen, also wirklich sehr freuen, wenn dieser Gedanke des friedlichen Zusammenlebens von Menschen, wenn dieser Virus sich ausbreiten könnte, weltweit. Also es braucht keinen Krieg auf Erden geben. Wir haben so viele Kriege, die sind überflüssig. Wir könnten alle friedlich leben, wir könnten alle satt haben. Nur es passiert nicht, weil es immer wieder Chaoten oder auch Despotaten gibt, also Aggressoren, die das anders sehen. So wie er in Moskau da. Also das ist das Schlimme und Fatale. Oberbürgermeister Dieter Krone verwies in seiner Rede auf den 79. Todestag der Geschwister Scholl am 22. Februar. Gerade ein Zitat von Sophie Scholl passt für ihn gut in diese traurige Zeit. Ja, Sophie Scholl hat vor 79 Jahren gesagt, dass man passiven Widerstand halten sollte, um die Kriegsmaschinerie aufzuhalten und auch vor allen Dingen aufzupassen. Und genau das möchte ich auch, dass wir als Lingnerinnen und Lingner hier aktiv dabei sind. Also einmal in Worten Solidarität zeigen, aber auch in Taten. Denn, so Krone weiter, könne man sich sicher sein, dass auch in Lingen Flüchtende aus der Ukraine unterkommen müssen. Lingen sei sich seiner historischen Schuld bewusst. Während des Zweiten Weltkriegs hatten Zwangsarbeiter aus der Ukraine im Eisenbahnausbesserungswerk gearbeitet. Die Stadt plant aktuell die Unterbringung von Schutzsuchenden. Der Innenminister Pistorius hat ja schon gesagt, dass sie über die Landesaufnahmestellen die ersten dort dann auch ankommen werden. Denn jetzt aktuell sind sie noch in Polen, aber es ist eine Frage der Zeit, wenn sie natürlich auch weiter Richtung Westen nach Deutschland kommen, vielleicht auch zu ihren Verwandten kommen.
Und ich finde, das ist dann die echte Solidarität. Nicht nur in Worten, sondern dass man dann auch Taten folgen lassen muss. Auch Dieter Krone zeigte sich von der hohen Teilnehmerzahl gerührt. Die Stadt Lingen und der Freundeskreis der Ukraine-Fahrer haben eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Die Infos dazu finden Sie auf der Seite www.freundeskreis-der-ukrainefahrer-lingen.de. Jeden Donnerstagabend trifft sich die Band Zivilcourage im Proberaum der Lehdener Grundschule. Die Band kann aufgrund von Corona-Ausfällen nicht vollzählig erscheinen. Dieses Jahr feiert sie ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Punkband wird vielleicht ein neues Album veröffentlichen. Matthias Klose, nicht nur Gitarrist, sondern auch Songschreiber, kann nur über Themen schreiben, die ihn begeistern. Wir haben ein Thema über eine Stadt, die wir am geilsten finden auf dieser Erde. Dann haben wir ja einen ganz, 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 ganz wichtigen Song. Unser Sänger Zille hat uns den Song rangetragen. Er hat uns erklärt, worum das geht, und wir kannten den Song auch. Wir verraten aber noch nichts, aber wir werden den Song auch spielen, obwohl er schon 100.000 Mal gecovert worden ist. Aber wir halten den Song für so wichtig, dass wir den auch bringen müssen. Freiheit, Spaß und Dankbarkeit empfindet der Sänger Zille, wenn er die Bühne betritt. Er hat Freude daran, mit Leuten zusammen zu sein und Musik zu machen. Die Songs der Band sollen eine Message verbreiten. Guter Song ist, wenn man diesen Song oder die Lieder auch in der Badewanne oder unter der Dusche mitsingt oder auch im Auto hört, wenn man ja viel unterwegs ist. Oder ja, es muss einfach rocken. Ja, wenn es nicht rockt, ist für den Arsch. Ganz einfach. Das ist, jeder Musiker sieht das genauso. Genauso rocken sie auch in ihrem Musikvideo Borchardtbier. Der Sänger brachte das emsländische Frischbier zu den Proben mit. Nach einigen Geschmacksproben war der Song geschrieben. Eins steht fest, ganz bald werden sie neben dem Tresen auch die Bühne am 9. Juli in Lehden beben lassen. Hohe Inzidenzen und der Krieg in der Ukraine. Für das nördliche Emsland sind das zwei Gründe, um die diesjährigen Karnevalsumzüge komplett ausfallen zu lassen. Aber was sagen die Passanten in der Lingener Innenstadt dazu? Sollte man in Zeiten wie diesen überhaupt feiern? Man hat sich schon so dran gewöhnt, dass das ruhig wird. Ist schon normal, ne, dass das ausfallen kann. Irgendwo anders, beziehungsweise in der Ukraine, die Leute hätten vielleicht auch gerne gefeiert und müssen jetzt in den Krieg ziehen und werden ausgekommen. Also es geht überhaupt gar nicht. Ich arbeite im erzieherischen Bereich. Wir in den Einrichtungen feiern das ja. Also ganz darauf verzichten müssen sie ja nicht. Es ist zwar doof, dass so ein Umzug nicht stattfinden kann. Es ist natürlich schrecklich, aber ich glaube, für andere geht das Leben auch irgendwo weiter. Und ich, man kann ja helfen und trotzdem irgendwie noch das Leben haben, sage ich mal. Ich denke, die Kinder sollten weiterhin Karneval feiern, ja. Ich glaube, es ist nicht angemessen, jetzt eine Rosenmutter zu feiern. Das Stimmungsbild ist durchmischt. Angesichts des Krieges in der Ukraine fühlen sich jedoch nur die wenigsten zum Feiern ermutigt. Und das war's auch schon wieder mit den MSTV News. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.